So, ich habe nämlich immer ein bisschen Angst, dass meine Festplatte vollläuft. Verkleidungsset untersuchen. Machen wir einfach mal. Kannst du es bitte untersuchen? Hä? Mal raus aus der Sicht, wieder rein. Naja, gehen wir nochmal aus dem Raum raus. Und in den Raum wieder rein. Das muss doch funktionieren dann. Ah nein, ich muss ja erst die Mütze abgeben. Du hast sie gefunden? Guter Junge! Jetzt können Pucci, Wu und Tinky wie wieder Matrosen spielen. Wunderbar. So, und wir geben jetzt einfach mal die Zeitung schon mal ab. Oh, was für ein hübsches Geschenk! Das sieht ja umwerfend aus! Diese Sonnenbrille ist totschick. Ich nehme an, sie ist wieder in Mode. Ich bin offenbar ein Trendsetter. Genau. Ah, Gromit. Du musst ja wissen, wie ein eleganter Hund aussieht. Immer, immer. Warum hilfst du mir nicht, meine kleinen Lieblinge auszustatten? So. Benutze deinen Hundesinn für Stil und such dir Hut, Brille und Halsband aus. Also, er sagt Uniform. Das ist die. Seemonstertätowierungen um den Hals, das sind ja Anker, sind die. Und tief liegende Augen, das sind die. Der letzte Schrei! Pucci Wu und Tinky Wu werden es lieben! Pucci Wu! Tinky Wu! Zeit zum Umziehen, meine Lieblinge! Das ist ein Name für die Hunde. Oh, seht euch das an! Hallo! Ihr habt Herrn Quietschi gefunden! Oh. Ihr klugen Kerlchen! Ich hatte schon Angst, er würde nie wieder auftauchen. Jetzt können wir uns endlich amüsieren, was? Machen wir uns fertig. So, jetzt ganz schnell. Die armen Dinger sind schüchtern. Ja. Könnten wir vielleicht kurz allein sein? Ja, könnt ihr. Ich will jetzt hier ganz schnell auf den Dachboden drauf. So, So, bitte den reindrücken. Den auch noch reindrücken. Oh ja, drück ihn rein. Drück ihn einfach nur rein. So. Und jetzt? Das klärt sich gleich auf. Und jetzt müssen wir uns hier verstecken, damit die Hunde uns nicht bemerken. Jetzt kommen sie nämlich. Da, jetzt bemerken sie uns nämlich nicht. So, und jetzt können wir auf den Spaßbutton drücken. Damit sie runtergeschleudert werden. Haben wir ja vorhin auch noch gesehen. Denk. Tschüss. Und jetzt bleibt der Knochen daran hängen. Jetzt kann man ihn leicht rausnehmen. Ja. Das ist wunderbar. So, dann jetzt hier ganz schnell runter und den Fall aufklären. Jetzt kommen sie uns entgegengerannt und kläffen uns auch noch an. Oder knurren. So, habe ich jetzt den Schlägel dabei? Also, Schlägelknochen, ja. So, öffnen bitte. Und um den dazu zu bringen, müssen wir den Stecker reinstecken. Ja, Stecker reingesteckt. Heureka! Ich hab's! Sind Sie diesmal sicher, Herr Wallace? Ja, dann rufe ich die Verdächtigen. Jetzt ruft er die Verdächtigen. Also gut. Sie haben Felicitys kleine Hunde beschuldigt, dank McBiscuit eine Kopfnuss gegeben zu haben. Als Beweis brauchen Sie ein Motiv, eine Waffe und ein Zeugen. Womit wollen Sie anfangen? Fangen wir ganz einfach mal mit dem Motiv an. Einfach von vorne nach hinten durch. Genau, das ist es. Was? Das Motiv. Ich habe das Motiv gefunden. Es steht da Knusperhering oder sowas. Sagen Sie uns, warum Pupiku und Stinky Finky Duncan McBiscuit die Kopfnuss gegeben haben. Sehe ich etwa interessiert und aus. Raus damit, Mann. Einen Augenblick bitte.
Hast du vielleicht ein Motiv, Kumpel? Ja, na klar. Wenn du eins hast, dann raus damit. Hier verwenden mit Wallace. Der Knochen. Das Motiv ist dieses Gummispielzeug. Wirklich? Die Hunde sind tatsächlich recht versessen auf dieses Spielzeug. Das weiß ich aus bitterer Erfahrung. Natürlich ja. sind sie das. Herr Quietschi war ein Geschenk von ihrer Mami. Oh. Was natürlich noch lange nicht heißt, dass sie deswegen Duncan etwas antun würden. Na klar heißt es das. Duncan hat den Hunden das Spielzeug gestohlen. Das hat er mir selbst erzählt. Das hat er nicht. Und ob er das hat? Wenn Herr McBiscuit tatsächlich ihr Lieblingsspielzeug genommen hat, dann könnte das durchaus ein Kopfnussmotiv sein. Aber warum sollte Duncan Herrn Quietschi an sich bringen wollen? Der Gedanke ist doch lachhaft. Lachhaft? Mag sein. Aber die Indizien sprechen eine klare Sprache. Ich glaube, dieses Motiv hätte vor Gericht Bestand. Klasse. So. Sie sind auf dem besten Weg, den Fall zu lösen, Wallace. Ja. Wir kennen das Motiv. Was kommt als nächstes? Die Tatwaffe. Und die Waffe ist... Hast du irgendwas, das einer Waffe ähnelt, Kumpel? Ja, ich na klar. Ich könnte hier jetzt etwas Hilfe gebrauchen. Der gute Gromit wieder hier. Gib deinem Herrchen mal den Gummi, den Schläger. Die Waffe ist dieser Schlägel. Hey, sie treffen den Nagel auf den Kopf, Wallace. Genau. Ich erinnere mich. Das hat Duncan erwischt. Jawohl. Er hat es selbst gesagt. Und die Kerbe in seinem Schädel beweist es. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Das ist ein völlig fehlkonstruierter Schlägel. Fehlkonstruiert? Wie meinen Sie das? Naja, er sieht so schön fluffig, rosa und köstlich aus. Aber innen ist er steinhart und kein bisschen lecker. Danke, Herr Panier. Offenbar ist dieser Schlägel tatsächlich die Waffe. Gut gemacht, Wallace. Er ist auch ein bisschen bekloppt, der Herr Panier. Der Fall gegen die beiden Hunde wird langsam immer klarer. Jetzt kommt das einzige Puzzleteil, das noch fehlt, ist der Zeuge. Zeuge? Großartig. Jetzt kennen wir die Wahrheit. Die Wahrheit? Worüber? Den Zeugen. Ich habe den Zeugen identifiziert. Ja, gut Zeuge gemacht. Sagen Sie uns, wer bezeugen kann, dass Putenfloh und Dinkelfink Herrn McBiscuit überfallen haben. Räucherhering, den kennen wir ja. Und raus damit, Mann. Einen Augenblick bitte. Wen würdest du denn als Zeugen aussuchen, Kumpel? So, wo ist denn der Crumb? Angeben. Boah, ich gebe voll an damit, dass ich das weiß. Mein Zeuge ist Major Crumb. Stimmt genau. Ich hab sie gesehen. Pechschwarz war die Finsternis. Die Tür flog auf und ich sah, wie sie ihn wegschleiften. Kleine, haarige Kerle mit tief liegenden Augen und Tätowierungen im Nacken. Matrosen aus der Südsee! Spione! Ausländische Spione! Nicht schon wieder! Ich glaube, das reicht jetzt. Halt! Major, sahen Ihre Spione vielleicht aus wie diese beiden da? Du meine Güte! Genau, das sind sie. Ich würde sie überall wiedererkennen. Werf diese Spione in Ketten! Seien Sie nicht albern! Die das Hunde, sind doch kleine Hündchen! Kreaturen des Krieges wohl eher. Was für ein Krieg? Es gibt keinen Krieg! Was? Also gut, wir wollen keine schlafenden Hunde wecken. Die Hauptsache ist, dass der Major diese beiden dabei beobachtet hat, wie sie Herrn McBiscuit wegschleppten. Nicht wahr, Major? Ganz genau so war's. In diesem Fall ist er nach dem Gesetz ein legitimer Zeuge. Ja. Wallace, Sie konnten uns Motiv, Waffe und Zeuge präsentieren. Kraft des mir verliehenen Amtes als Hüter des Gesetzes erkläre ich den Fall hiermit für gelöst. Danke, wunderbar. McBiscuit. Wurde mit einem Schlägel niedergeschlagen, wegen eines gestohlenen Gummispielzeugs. Und Major Crumb war Zeuge dieses Verbrechens.
Begangen wurde diese abscheuliche Tat von niemand Geringerem als den hündischen Verbrechern Pucci-Wu und Tinky-Wi. Hat er die Namen gerade richtig ausgesprochen? Das kann nicht sein. Meine Lieblinge sind artige, freundliche, süße, brave Hündchen. Keine Vandalen. Ich hab's gewusst. Wallis hat's gewusst. Legt sie in Ketten, werft die Schlüssel weg, macht die Luken dicht, Kabinentüren auf Handbetrieb. Für einen echten Detektiv ist das nichts Besonderes. Oh, ich fühle mich einer Ohnmacht nahe. Oh, oh. Oh je. Oh nein. Wallace. Er schläft doch noch. Oh, sieh doch, Kumpel. Das Rohr muss sich gelöst haben. Wie praktisch. Oh, da scheint eine ganz schön starke Strömung entstanden zu sein. Kapitel 4. Weggespült. Hilfe, Gromit. Ich glaube, wir versinken. Wir gehen alle vor die Hunde. Genau, jetzt wird's lustig. Lustige Sachen sammeln in einem Strudel. Sammeln bitte den ein. Sammeln bitte den ein. Oh, Ninja-Sterne. Ein paar Shurikens. Wartet. Das Achterdeck ist geflutet. Einsammeln. Wo ist der Ball? Tu doch etwas, Gromit. So, war hier nicht nur ein Ball? Da kommt der Ball. Einsammeln. Gut. Und Sterne. Sterne. Oh, du grüne Neune. Ich bin ganz durcheinander. Einmal voll Seesterne und verwend mit Hebel. Wie gut der werfen kann. Jetzt sind sie brav. So, und jetzt mit Knochen verwenden. Jetzt rennen die Hunde nämlich hinterher. Voll lustig. Die ausrasten wegen so einem Gummispielzeug. Großer Gott, sie sind ihrem Spielzeug in den Abfluss gefolgt. Also eins muss man ihnen lassen. Sie sind wirklich hartnäckig. Willkommen an Bord, Kumpel. Nur ein kleiner Sprung bis aufs Trockene, Ja, genau. Und oh tschüss. Nein, Gromit. Ich werde gleich runtergespült. Tu doch etwas! Super, jetzt können wir uns den schnappen. Und kämmen wir noch ganz vom Anfang. So, Sorg dafür, dass es sich nicht mehr dreht, Gromit! Tu das nicht, Kumpel! Das wird dich in Stücke reißen! Jetzt können wir da wegfliegen mit. Das ist schön, ne? Dieser Raketentreibstoff. Gefangen! Gott sei Dank! Wir haben es geschafft, Gromit! Wir sind wieder auf dem Trockenen! Da hab ich jetzt aber was gut, Kumpel! Ich hoffe, Sie hatten alle einen unvergesslichen Urlaub und dass Sie in Betracht ziehen, die Wasserwelt West Wallaby Street nächstes Jahr wieder zu besuchen. Das ist gut, wir landen im Gefängnis. Gromit? Wo bist du, Junge? Wir müssen hier alles wieder trockenlegen und haben keine Zeit, uns auszuruhen. Na klar. Gromit? Gromit! So, das war Wallace and Gromit Abend Grand Adventures Urlaub Untertage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich lasse jetzt noch den Nachspann durchlaufen. Und ja, bis demnächst dann. Also bis zum nächsten Wallace & Gromit Let's Play. Stimmt, da wollte ich ja noch was zu sagen. Ich habe alle 4 Teile. Wallace & Gromit, Urlaub unter Tage, Wallace & Gromit, das Hundekomplott, Wallace & Gromit, wartet. Oh, wie heißen die gleich noch? Oh.
Lizenz zum Putten, genau. Und Wallace and Gromit, die Riesenhummeln oder Horrorhummeln, genau, die Horrorhummeln heißen sie, glaube ich. Ja, ich werde alle Spiele durchspielen. Die ersten zwei habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Habe ich bereits durchgespielt. Hat man jetzt hier gesehen, dass es so schnell ging. Und die letzten zwei, die ich genannt habe, Horrorhummeln und Lizenz zum Putten, die sind wiederum noch blind. Das heißt, dass ich sie noch nicht gespielt habe. Die sind komplett blind. Ja. Jetzt sehen wir uns hier noch die kleinen Credits an. Irgendwie voll das ist ein richtig kurzes Spiel, fand ich jetzt. Aber hat doch so viele Mitarbeiter. Also da sieht man schon mal, wie heftig das ist, so ein Spiel zu entwickeln. Ne? Na gut, da jetzt Webseiten und hier Voice, aber Dialog-Editors. Die schreiben ja Xbox Live Arcade Team. Ha. Ja, ruckel mal. Ruckel einfach mal bei den Credits, Junge. Kann ich die irgendwie... Nee, ich will die gar nicht wegklicken. Irgendwie so... Nein, jetzt habe ich sie weggeklickt. Ah, gut. Naja, Credits waren sowieso nicht so interessant. Seht ihr im nächsten Teil nochmal. Der hier schon angespielt wird. Also, bis im nächsten Spiel.